שלום עליכם, ומחן הויטה אין שיעור über dem Geruch Sinn, über dem חוש הריח, über diesen großen Geschenk, die Hashem hat uns gegeben, Kraft zu atmen und zu riechen durch unsere Nase. Und diese שיעור machen wir לעילוי נשמת und zu Erinnerung, הרב בנימין, בן הרב מנחם מנדל, זיכרונו לברכה, וולף, בני וולף, דר אין הנובר גשטורבן, אין רבינר ושליח פון חבד, אין סופר נטר, פיינר, הרציקר, גוטיקר, פיינפוליקר, מנש, וזו ויאס שטייט גשריבן, דס גנצן בית ישראל יבכו אלה ויינן, über diese Feuer, die Hashem hat ihm genommen. War ein Mensch, der war ganz Kodesh la Hashem, komplett heilig zu Hashem. War ein gut duftiger Mensch, so wie Reish Lakish sagt in Talmud, dass Avraham Avinu war so wie eine kleine Flasche Parfüm, Duft, wo hat man sie geschüttelt und sie hat verbreitet ihre Dunst, ihre Geruch überall an alle anderen Leute. Benny Wolf hat sich bewegt. Kommt aus Kiryat Malachi, dort wo wir kommen. Und war jahrelang Nachbar und auch hier in Deutschland ein guten Freund. Wir waren bei ihm zu Hause, paar Mal haben wir Shiurim gegeben. Sie haben uns sehr schön aufgenommen, gegeben Essen und Schlafen. Ein sehr guter Mensch, ein wahrer, ein sauberer, ein herziger, der hat sich nicht geguckt, rechts und links Interesse und Politik, der hat geguckt, die Sache, wie kann er machen, naches zu dem Ewigsten und zu dem Rebben. War ein Schaliach ledugma, war ein sehr, war in meinen Augen ein Muster für einen guten Schaliach. Und steht geschrieben, Lereach shemanecha tovim, also der Duft von dem Öl ist gut. Es ist besser einen guten Namen als einen guten Öl. War eine verzauberten Duftflasche, Bagbuk Bossem Kasum. War eine wirklich vollherziger, edler Mensch, der nur gut. Ich habe ihm nie gehört, die Stimme aufgeheben oder was Schlechtes gesprochen. War ein super Vater, ein guter Ehemann, hat 8 Kinder hinterlassen. Es ist sehr, sehr traurig. Und war ein Licht von Torah und Tikva. Und es ist schade, Yehi Ratzon, möge Hashem, dass die Shiur heute soll sein Leilui Nishmato und dass wir nicht mehr Schmerz und nicht guten Botschaften bekommen und Moschiach soll schnell wie möglich kommen und Hanistarot la Hashem Elokeinu, die verborgene Sachen in dieser Welt verstehen wir nicht, die gehören Hashem, weil Niglot lanu lebaneinu und die offenbarten Sachen, was man sieht, da sehen wir das, was Benny Wolf mit seiner Frau haben gemacht in Hannover. Das ist ein ewigen Zchut in alle Bereichen, Torah, Avodah, Gmilut Chassadim, Torah lernen, beten, Wohltätigkeiten, Feiertage. Sie haben schön ausgeführt, dem Schlichut von dem Rebben. Und Yehi Ratzon, wie gesagt, Sheyu Advarim Leilui Nishmato. Viele sfaradische Juden bringen jeden Schabbat in die Synagoge und auch wenn Leute sitzen zu Hause, Schive beim Trauenden, sie bringen sehr viel verschiedene Kräuter und Gras und grünes Zeug, die gut duften. Die bringen Hadassim, Myrte, die bringen Nana, Pfefferminz, Shiba, verschiedene Kräuter, verschiedene Pflanzen, die gut duften und Leute machen drauf Brachot. Ich kann mich noch erinnern, es war so in Kiryat Malachi, wo ich komme in Israel, nicht weit von Ashdod, ein kleiner Bunker von Familie Turjeman und normalerweise so eine Miklat, so eine Bunker riecht so nach alten Sachen, nach so feuchten Sachen. Und diese kleine Bunker, wo sie haben gebetet, war immer mit einem Geruch von Shabbat. Und auch beim Shabbos-Ausgang gibt das Geruch von Mozei Shabbat, von dem Besamim, von dem Geruch. Und immer, wenn man
riecht was Gutes, es nimmt den Mensch zu einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, zu einem anderen Menschen. Reach, Geruch, kommt direkt in die Mojach, in die Rezeptoren, kommen rein in dem Gehirn und in die Gehirn wohnt sich die Neshome. Und gleich der Mensch ist in einem anderen Ort. Bei den Lebewesen, bei den Tieren gibt es Instinkten zum Essen und zum Geruch. Bei Menschen, die sind nicht nur Instinkten, die sind auch Kulturerwerbung und Nehmen, was zu riechen und was zu essen. Bei den Tieren gibt es essbar und unessbar. Es gibt nicht etwas zwischen, es gibt nicht subjektiven, es gibt nicht einen hindischen Hund oder alle Tiere sind dieselbe Tiere in die ganze Welt. Alle Ochsen und alle Ketzalach essen dieselbe Sache. Aber bei Menschen in der Gesellschaft, genauso wie beim Essen, gibt es erlaubt, verboten, Zeiten, Gewürze, verschiedene Sachen. Genauso auch in Geruch. Geruch ist auch ein Ergebnis von Kultur, von Eltern, von Schule, von Umgebung. Jeden Mensch kommt von einem anderen Ort und Kultur und verschiedene Leute haben auch einen anderen Geruch und eine andere Kultur. Im Großen und Ganzen, ein gutes Geruch symbolisiert immer angenehmes Leben, Glück, Reinheit, Freude, frisches Denken, gute Erinnerungen, Nostalgie, Aroma, Aromatherapie, also das ist gute Sache. Nichoach, also was ganz Gutes. Und nicht gutes Geruch zeigt unrein, Schwierigkeiten, schlechte Wolken, Nebligkeiten und kein Leben. Und man muss davon Abstand nehmen und dort nicht beten oder lernen, weil es verderbt die Seele und die Konzentration. Also, Reach, Geruch, ist etwas sehr Ruchanis, etwas sehr Geistiges und sehr Spirituelles. Und wir werden heute versuchen, mit Gottes Hilfe eine Reise machen in Torah, in Sifrei HaKodesh, in die Heilige Schriften, in die Halacha, über diesen spannenden Thema. Reach über guten Geruch, Reach Tov. Wir werden hauptsächlich heute konzentrieren auf guten Geruch. Und man sieht, dass Menschen sind sehr sensibel. Es steht in Talmud, in Sanhedrin 11,1, dass Rabbi Judah Anossi, als er hat gegeben Shiur, es war einer von den Schülern, der hat wahrscheinlich gegessen Knoblauch. Und Rabbi Judah Anossi hat gesagt, der hat Knoblauch gegessen, soll bitte rausgehen von der Yeshiva. Und Rabbi Chia ist aufgestanden, um ihn nicht zu blamieren. Und alle wussten, dass Rabbi Judah ist sehr sensibel zum Knoblauch. Sogar Rabbi Lezer ben Horkenos war ein Junge, der war ein Bauer, gearbeitet. Und es steht geschrieben, dass er tagelang gegessen Erde. Und es war Geruch von seinem Mund. Und Rabbi Yochanan ben Zakkai hat gesagt, genauso wie es war kein schöner Geruch von deinem Mund, dein Torah, deine Persönlichkeit wird sich so duften in die ganze Welt. Und er hat ihm Liebe gezeigt. Und Rabbi Lezer ben Horkenos ist geworden einer von den größten Tanoim in der Welt. Also manche Leute haben gewisse Zeit kein gutes Geruch, aber später werden sie zu größeren Menschen. Steht geschrieben in Brachot 43b. Reach, Geruch, ist eine Sache, wo die Seele, die Neshama, genießt davon. Also wir verstehen schon, dass das Wort Reach kommt von Ruchaniyut. Ruchaniyut ist geistige, spirituelle, seelische Sachen. Koila Neshomo, die ganze Seele, lobt, wenn ein Mensch riecht was Gutes.
Was ist Reach? Was ist Reach? Was ist Geruch? Wie definiert man Geruch? Geruch ist ein Stoff, der Hashem hat gegeben in diesen Stoff Kraft, wenn man ihm dünst, duftet er und diesen Duft verbreitet sich und die Rezeptoren von den Menschen in die Chotem, in die Nase, nehmen diesen Geruch und erklären gleich im Kopf, was haben sie gerochen, ob es war gebratene Zwiebel oder es war Butter verbrannt auf eine Pfanne, ob es ist Geruch von Plantage von Orangen und es ein Geruch nimmt dir schnell zu einem anderen Ort und Zeit. Es war Zeiten, wo die Menschen konnten diesen Sinn sehr sauber ausnutzen, weil dieser Sinn von Reach wurde nicht geschädigt bei dem Chet von Adam und Chava in Gan Eden. Es ist geblieben rein und sauber. Sie haben das nicht verschmuddelt, sie haben das nicht vermasselt. Bei der Geschichte, bei dem Vergehen von Sünde Adam und Eva im Paradies, steht geschrieben in die Tora, dass sie hat gegessen, dass sie haben gehört, dass sie haben gesehen, Vatikar, sie hat genommen. Also alle Sinne wurden ins Spiel eingesetzt. Aber dass sie haben gerochen, steht nicht geschrieben, weil das Geruch ist eine große Sache. Es war Zeiten, wie gesagt, das Volk Israel konnte nutzen diesen Geruch und nicht nur jeden, sondern Bauern und Landerde hatten einen besonderen Geruch, wie zum Beispiel steht geschrieben im Talmud in Sanhedrin, dass wenn Volk Israel ist gekommen nach Eretz Israel, hat Joshua gesagt, sollt ihr nicht verwenden die Erde für was anderes. Wenn hat man dort eingepflanzt Feigen, mach weiter Feigen. Wenn es war dort Oliven, mach weiter Oliven. Wenn es war in diesem Ort Weinberg, mach weiter Trauben. Wenn es war Weizen, mach weiter Weizen. Sie haben gefragt, warum? Hat Joshua gesagt, Lefishi Joshua Knaani Vaemori, die Menschen, Joshua Choiri, was ist Choiri? Die hatten Möglichkeit, mit der Nase zu riechen, welcher Boden, welchen Grundstück ist gut für was. Und es war nicht erlaubt zu verwenden, dem Landstück zu anderen Sachen. Gut. Das heißt, diesen Geruch war damals pur, edel, paradiesisch, Gan Eden. Es war Sach. Shlomo HaMelech, seine Herzensweisheit, weil er kommt von David HaMelech, hat sehr viel genutzt, seine Nase umzurichten, um ein Richter zu sein. Und Moschiach wird er kommen, er wird auch ein großer Richter sein, so wie es steht geschrieben in Jeschajau, dass er wird nicht nach seinen Augen richten, sondern nach seiner Nase. Also steht genau geschrieben, dass die Nase hat eine sehr große Kraft. Und diese Kraft muss man nutzen. Und gerade jetzt vor der Zeit von Moschiach sollen wir nicht unterschätzen diesen Geruchssinn, weil sie kann uns sehr, sehr stark bringen und helfen und reinigen. Und sie gibt dem Mensch sehr, sehr gut. Gut. Es gibt einen Engel, der zuständig auf dem ganzen Geruch-Kategorien und der heißt Rechaniel. Rechaniel. Recha heißt Geruch, Niel heißt von Hashem. Und Engel Rechaniel ist nicht nur alleine, der hat auch noch einen Begleiter, wo einer ist zuständig für guten Geruch, Reach Tov, und einer ist zuständig für Reach Ra. So wie immer in dieser Welt gibt es Engel, der schenkt Leben, und es gibt Engel, der schenkt Tod, Malachamoves. Und die Nase kann sehr schön der Mensch auch verführen, aber kann auch der Mensch sehr viele Entscheidungen
bringen. Also, wir sehen in unseren Schriften, insbesondere bei dem Buch Bnei Issachar von Rabbi Issachar von Dinov, da war ein großer Rebbe und Chassid und Kabbalist. Er schreibt, dass insbesondere Leute, die geboren an Cheshvan, also Winter, treffen ihre Entscheidungen meistens von ihrem Geruchssinn. Also die Geruch schenkt dem Mensch eine große Kraft, Sachen zu Entscheidungen. Es gibt Reach Tov, es gibt ein gutes Geruch, wo es bringt der Mensch etwas näher zu kommen, sich zu ernähren. Und es gibt Reach Ra, ein schlechtes Geruch, wo es entfernt der Mensch ein bisschen zu distanzieren. Und wir beten jeden Morgen, soll Hashem uns schützen von allen Sachen, die nicht gut sind, von schlechten Freunden, von schlechten Menschen, dass wir uns entfernen von schlechtem Geruch. Es war ein sehr großer und bekannter Torah-Gelehrter, der hieß Arav Steinmann, Zichrono Livracha. Alle haben bestimmt von ihm gehört. Der war jahrelang in Schweiz. Und neben seinem Haus war ein Delikatess-Fleischgeschäft, aber nicht koscher, Treff. Und immer wenn er kam runter mit seiner Frau von zu Hause, diesen Geruch ist stark gegangen in seine Nase und es hat ihm enorm gestört, dass er muss jeden Tag riechen, Treffes. Also ganz schlimme Sachen waren in diesem Metzgerei, in diesem Delikatesshaus und es hat sehr stark gerochen. Und Rav Steinmann hat gebeten bei dem Ewigsten, bei Hashem, soll er ihm wegnehmen, das Geruchssinn, dem Kraft von Riechen, soll er nicht mehr riechen können. Und Hashem hat seine Gebet gehört und Rav Steinmann bis seinen letzten Tag über 90 konnte nicht mehr in sein Leben riechen, sogar am Schabbesausgang, wo alle haben gerochen, die Besamim, hat er nicht Bracha gemacht, weil er konnte nicht riechen. Also das nennt man Tatran, das ist eine Vollifuß, es ist eine Krankheit, wo ein Mensch kann nicht riechen, das ist sehr interessant. Auch die Medizin hat große Schwierigkeiten, diese Kraft wieder zu heilen. Und wir werden später sehen, dass auch in Partnerschaft, wenn einer von beiden hat diesen Geruch verloren oder hat nicht von vornherein, hat das sehr viele Wirkung und Konsequenzen und es kann bringen zu großen Schwierigkeiten, wenn dem Geruch ist nicht da. Also, heute versuchen wir zu lernen, wie gesagt, in die Tora, in die schriftliche, in die mündliche, bis die Halacha, über diesen so wichtigen Thema, die hat zu tun mit unserer Neshama, die hat zu tun mit unseren Entscheidungen, die hat zu tun mit das Ankommen von Moschiach. Und wir werden Step by Step auch lernen, was bringt diesen Geruch, dass Hashem hat gemacht in dieser Welt solchen Trillionen verschiedene Geruchen kann der Mensch riechen. Und wer weiß vielleicht noch mehr. Und er behält sie alles im Kopf. Also wir können gleich riechen und sagen, was ist das? Ob das ist Zimt oder Avocado oder Banana und so weiter und so fort. Der Mensch merkt bei sich viele, viele Geruchrezeptoren und Schubladen. Gut, dann beginnen wir Step by Step. Hashem schuf am sechsten Tag ein Mensch. Und wie hat er geschafft, der Mensch? Steht geschrieben, Vayipach be'apov nishmas chaim. Also, da bildete Gott den Menschen Staub von dem Menschenboden und hauchte in sein Antlitz Odem des Lebens.
Und so war der Mensch zu einer lebendigen Persönlichkeit. Was ist Vaipach Beapov? Vaipach Beapov bedeutet, der hat gehaucht, geblasen in seine Nase. Also unsere Nase ist dem Ort, wo Hashem hat, da bildete der ewige Gott den Menschen aus dem Staub, also Genesis Kapitel 2, Pasuk 7, und blies in seine Nase Hauch des Lebens. Also man sieht, dass Vaipach Beapov Nishmas Chaim, das Hashem hat, alles beginnt bei der Nase und alles beendet bei der Nase. Und was ist Vayitzer? Steht geschrieben, es gibt zwei Juden. Der Mensch hat ein bisschen Irdisches und ein bisschen Himmlisches. Gutes Geruch ist was Himmlisches. Schlechtes Geruch ist was Irdisches. Also guter Geruch heißt Gan Eden, Paradies. Ja? Und wir wissen, dass zum Beispiel die zwei Kinder von Aaron, Nadav und Avihu, als die sind gegangen in Stiftzelt, um alle Heiligen umzubringen, Weihrauch, ohne dem, dass sie waren gefragt oder erlaubt, ohne Genehmigung, die sind gestorben. Sagt Rabbi Yaakov Balaturim, wie sie sind gestorben, wie war das Feuer? Steht geschrieben, es war so zwei Fadensäulen. Sagt Rabbi Yaakov Balaturim, habe ich gestern gesehen in meinen Augen. Er sagt, Schnei Chutim, es war zwei Faden in die Nase von den Kindern von Aaron, und durch die Nase wurden sie geboren und durch die Nase wurden sie gestorben. Also man stirbt, wenn man bekommt in die Nase kein Kraft mehr, kein Luft mehr, und praktisch man nimmt eine Feder nach 3 Stunden, wo ein Mensch ist ohne Atem, und wenn es ist in seine Nase kein Hauch mehr, kein Rauch mehr, weiß man, er lebt nicht mehr. Gut. Was ist die Aufgabe von der Nase? Die Nase hat 2 Aufgaben. Erste Aufgabe, atmen. Ein und aus, durch die Nase, sehr sauber, sehr gefiltert. Weil Hashem hat geschafft, unsere Neshama durch die Nase. Es hat eine große Kraft. Und die zweite Kraft von unserer Nase ist zu riechen. Die Nase heißt Af. Und auch Chotem. Wie groß soll sein die Nase? Steht geschrieben in Talmud, die Nase soll so groß sein wie die kleine Finger. Also ein Mensch soll messen, dass seine Nase ist genauso groß wie seine Seret, wie seine kleinen Finger. Das ist die Maß für eine proportionale, ästhetische, normale Größe von die Nase. Nase ist der ganze Mensch. Der ganze Mensch ist seine Nase. Das ist sein Front. Das ist seine erkennbare Persönlichkeit. Ohne dem, dass man sieht die Nase, man kann nicht den Mensch erkennen. Man weiß nicht, wer ist der Mensch. Man kann ein bisschen durch die Augen sehen. Aber Sicherheit ist nur, wenn man sieht die Nase. Wenn die Nase ist bedeckt, es ist plötzlich ein unbekannter Mensch. Sagt die Halacha, wenn kommt eine Zeuge, er war in Thailand
und er hat gesehen eine der gestorben. Und er erzählt jetzt in Amerika, ja, ich habe gesehen, Chaim Jankel, er ist tot. Ich habe ihn gesehen. Fragt mich, hast du die Nase gesehen oder nicht? Wenn er hat die Nase gesehen, seine Zeugnisse, seine Beweise, dass er hat gesehen, der Mensch tot, ist Akzeptanz. Also der Talmud spricht sehr oft über die Nase, weil die Nase ist die Bestätigung, die Sicherheit, dass das ist der Mensch. Das ist Identifizieren, ein Mensch am Leben und auch dem Tod. Das geht meistens, ich rede nicht jetzt in die moderne Medizin, kann man schnell auch durch andere Sachen beweisen, dass das ist der Mensch. Aber ich rede jetzt in die talmudischen Zeiten, wo man wollte dem ganzen Clusteron, dem ganzen Form von der Mensch beschreiben, durch die Nase hat man gewusst, wer ist das. Auch große Persönlichkeiten, große Tora-Gelehrte hat man genannt Balachotem, der Nasebesitzer. Rabun Gamliel, der Präsident von den Jiden, hat man ihm genannt Balachotem. Rabbi Yitzchak von Kurbel. Also es gibt viele Leute, inne Balachotem, hier ist die Nase Mensch. Also der positive Mensch, der überall mischt. Manchmal, wenn es ist negative, sagt man, was stupst du rein deine Nase? Dort, wo du nicht brauchst. Also Nase hat eine Aussage, Zusage, Persönlichkeit, wo man, und man sieht auf die Nase, ob der Mensch sagt die Wahrheit oder nicht die Wahrheit. Man riecht das, man spürt das auf die Nase. Das ist eine menschlichen Geschenk von diesem Sinn von die Nase zu sehen, ob der Mensch sagt MS oder verkauft Lokschen, verkauft Nudel. Interessant, in jedem einer von unseren Sinne, sagt der Talmud, gibt ein anderer Kanal. In die Ohren gibt das fette Kanal, dass wenn ein Mensch will nicht etwas hören, steckt er seine Finger in die Nase und sie bleiben nicht drinnen. Die sind mit Grieß, mit Vaseline, die gehen raus. Die Augen haben salzige Kanal, damit soll der Mensch nicht zu viel weinen. Der Mund hat süße Kanal, um die Sachen schmackhafter zu machen und auch zu küschen. Und die Nase hat einen üble Kanal, ein unangenehme Kanal, die hilft der Mensch, nicht alles immer zu riechen, weil das, was der Mensch gerochen hat, das schenkt ihm Erinnerung für die Tiefe, für Ewigkeit. Insbesondere Frauen, wenn die sind schwanger, ihren Geruch ist doppelt, auch für ihre eigene Nase und auch für dem Kleinchicken, für dem Embryo. Ich habe eine Familie, Verwandte, eine von unseren Mischpoche. Sie hat sehr schwere Schwangerschaft. Immer beim Schwangerschaft, sie bricht und so von Sachen, was sie riecht. Nach dem Schwangerschaft, alle Sachen, was sie hat gerochen, zum Beispiel die Waschpulver, sie macht alles neue. Andere Waschpulver, andere Seifen, weil sie hat Erinnerungen von dem Geruch, was sie hat gehabt. Also wir werden später auch sehen, dass schwangere Frauen, wenn sie haben etwas gerochen, ob es war jetzt am Tag, wo es nicht erlaubt zu essen, wie Yom Kippur, oder es waren unkoschere Sachen zu essen, wenn eine Frau hat das gerochen, es ist tief in die Seele und muss man ihr sagen, das ist nicht erlaubt. Und wenn sie trotzdem will, muss man es ihr geben wegen Lebensgefahr, weil diesen Geruch bei einer schwangeren Frau ist sehr, sehr wichtig und muss man sofort erfüllen ihre Wünsche, auch wenn sie will in Mitternacht ein Baguette mit Shawarma oder saure Gurken oder sie hat Lust nach einem Soft-Eis, keine Ahnung. Sie haben immer verschiedene Lust zum Salziges oder zum Süßes oder es ist eine sehr interessante Sache. Gut. Also die Nase ist ein schweres
Schweres Flüssigkeit, damit soll der Mensch auch nicht alles behalten, was er hat gerochen, weil der Mensch vergisst nicht Sachen, was er hat gerochen und Zeiten. Du kannst nach 70 Jahren erinnern noch den Geruch von dem Talis von deinem Papa, die kleinen Naftalin-Tabletten in dem Schrank von deinen Eltern, von deinen Großeltern aus Russland. Es gibt immer Geruch, wo der Mensch jahrelang kann sich noch erinnern. Gut, wir gehen weiter in diesem spannenden Thema. Die Nase hilft uns auch zu sprechen und auch zu singen. Wenn ein Mensch seine Nase ist geschlossen, dann hat er Probleme zu reden und zu sprechen. Interessant. Welche Buchstaben von ganzen Alphabets kann man nicht sagen, wenn die Nase ist zu? Man kann sagen, alle 22, außer 2. Man kann sagen, Aleph, Bet, Ge, De, He, We, Se, He, Te, Ye, Ke, Le, Me und Ne, kann man nicht sagen. Versuchen Sie zu sagen mit geschlossener Nase, Me und Ne, M, Mem und Nun. Sag mit geschlossener Nase, Mem und Nun. Geht nicht. Mem und Nun geht nicht. Und was erinnert uns Mem und Nun? Mem und Nun ist Mann. Was ist Mann? Mann ist die Manna, was kam 40 Jahre, wo wir waren in Midbar, in die Wüste, hat man bekommen Manna von Himmel. Und es steht geschrieben, das hat die Menschen nicht so, obwohl es war einen guten Geschmack, aber es hat keinen Geruch. Und Sie wissen, bei Menschen, die Rezeptoren von Geruch, die sind die entscheidende beim Essen. Wenn ein Mensch trinkt Wein, das Geruch ist das Wichtigste. Wenn ein Mensch isst, Geruch ist die Kontrolle vor dem, er ist der Wächter, der Schäumer, vor dem, dass man legt rein in den Mund. Wenn etwas riecht nicht gut, dann soll man nicht reinlegen in den Mund. Deshalb esst man nicht, ohne zu riechen zuerst. Und deshalb steht geschrieben, dass Am Israel war unglücklich und unzufrieden von diesem Essen, von dem Mann Memnun, weil sie hatten keinen Geruch, no smell, no enreach, kein Duft, kein Freude bei diesem Essen. Essen, was riecht überhaupt nicht, das ist so wie eine weißen Pulver, der riecht nach gar nichts. Und Biltiela Manenein, also wir sehen nur das mit den Augen und wir essen das und wir schmecken das, aber wir riechen das nicht. Darum kann man nicht die zwei Buchstaben sagen, Mem und Nun mit die Nase. Steht geschrieben in Talmud in Brachot, Seite 57, B, drei Sachen können die Seele, den Verstand und den Vernunft von dem Mensch ändern und beruhigen. Es gibt drei Sachen in dieser Welt, die können der Mensch von seinem Schmerz, Kümmer, Probleme, Sorgen, Meshivin da Toshel Adam, sie können dem normalen Verstand von dem Mensch zurückzubringen. Kol, Stimme, also wenn ein Mensch hört gute Musik, Stimme, die ihn beruhigt, mit jemandem zu sprechen, das kann der Mensch beruhigen. Man redet mit jemandem, man hört jemandem, also Kol, Stimme kann der Mensch beruhigen. Mar'e, Sachen, was man sieht, eine schöne Landschaft, Reise, jemand, wie du siehst, ein Kind weint, sieht seine Mama, ist das schon beruhigt, also nur vom Sehen. Und die dritte Sache ist Reach. Geruch schafft und bringt der Mensch auch zu Beruhigungsmitteln.
Es ist sehr wichtig und soll man es vielleicht in der Welt ein bisschen mehr aktivieren, diese ganzen Idee von Aromatherapie. Es kann den Mensch sehr stark befreien von alten Unangenehmen. Man kann auch sehr viel lernen durch den Geruch von dem Mensch über seine Vergangenheit, über die schönen Sachen, über die nicht so schönen Sachen. Und dem Geruch, die bei ihm erinnert, in Rezeptoren, schöne Sachen, kann man damit sehr guten Therapiearbeit mit dem Mensch machen und ihm schöne und feine und angenehme Erinnerungen hochheben und bringen. Und das kann der Mensch wohl gut tun. Warum? Weil es geht direkt zu dem Moyach. Es geht direkt zu dem Gehirn. Sie können sich bestimmt erinnern, dass am Anfang vom Shiur haben wir erzählt, dass es waren Menschen, die konnten durch Geruch wissen, wie ist die Erde. Steht geschrieben in Talmud in Yevamot 20b, Ktubot 10b und in Buch Shoftim in die Bibel, in dem Tanach 21,12. Dort steht geschrieben in Shoftim, in Richter 21,12, dass es war im Krieg ein Bedarf zu töten, alle Frauen, die mit Männern geschlafen, und alle, die nicht geschlafen, soll man am Leben, die haben nicht mit einem Mann gewesen, die soll man am Leben behalten. Wie hat man gewusst? Und der Talmud erzählt uns, dass es waren Menschen, die konnten es riechen, welche Frau ist koscher, rein und welche nicht. Gut, das ist mir nicht besonders angenehm, dazu ausführlich zu erklären, aber ich verstehe, dass es gibt verschiedene Kräfte im Geruch, wo man kann wissen, ob die Frau ist rein oder unrein. Und die Tzadikim konnten auch auf einen Mann riechen, ob der Mann hält seine Gdusha, sein Heiligtum, stabil, Kräfte, also der Arizal, Reb Chaim Vital. Große Tzadikim konnten durch den Geruch spüren und sehen auf die anderen Leute, durch den Geruch, mit welchem Mensch hat man da zu tun. Also man sieht nur, wie stark und kräftig ist diese Power auf Reach, auf Geruch. Steht geschrieben in Talmud, Horayot 13b. Ihr merkt heute, dass ich sage überall die Zitaten, von wo sie kommen, weil es gibt manche, die in die Shiurim nehmen nur einen Teil von Kommentar, von einem Zitat und machen davon eine große Bemerkung. Ich habe kein Problem mit passenden Bemerkungen, aber ich sage gar nicht von meinem eigenen Leben oder von meinem eigenen Verstand. Ich sage alles, was steht geschrieben, nur in unseren Torah Gedusha. Deshalb werde ich versuchen, in die zukünftigen Shiurim, bei jeder Sache, wo es gibt, Zitaten oder Quellen, zu sagen, von wo es kommt, weil es ist so besser für alle. Dann kann man auch später schauen, prüfen, bestätigen, bereichern, entwickeln und weiter noch die Sache wissen. Also steht geschrieben in Horayot 13b, Reach ra meshakeach alimud, schlechtes Duft ist schädiglich für das Konzentration beim Lernen. Gutes Geruch, chamro verecho mefakchin, also guten Geruch, guten Duft, guten frischenden Atmosphäre, Aroma zum Lernen, bringt ein gutes gutes Anliegen zum Lernen. Der Talmud sagt, dass es gibt verschiedene Sachen, die, wenn ein Mensch sie nicht
achtet, dann bekommt er ein unangenehmer Geruch von seinem Mund. Also Reach Hape, Mundstunk. Man nennt das Halitosis oder Folifus in die Wörter von Talmud. Und der Talmud sagt, wenn ein Mensch will nicht haben Folifus, wenn er will nicht haben Krankheiten mit seiner Nase oder schlechten Geruch von seinem Körper und Mund, soll er achten auf die folgenden Sachen. Also was steht geschrieben? Jede Sache, was man trinkt, außer Wasser, soll man mit Wasser trinken. Zum Beispiel so wie in Österreich, wenn die Leute trinken dort Kaffee, sie trinken Kaffee mit Wasser, sehr gut. Wenn einer trinkt ein bisschen Wodka, Lechaim, soll er trinken dann noch ein bisschen Wasser. Also der Talmud sagt, bei jedem Flüssigkeit, die du trinkst, sollst trinken dazu Wasser. Und du trinkst Tee, trink auch einen Schluck Wasser dazu. Trinkst Wein, auch nicht dem Körper, immer dem Körper sozusagen dunsten und erfrischen mit ein bisschen lebendigem Wasser. Das ist die erste Ratschlag von Talmud. Zweitens soll man vermeiden viel Linsen, Adashim, Reuterlinsen, grüne Linsen. Also steht geschrieben, dass die Adashim, sie können bringen einen Mundgeruch. Also die Mischproche von den Hülsenfrüchten, also diese ganzen Bohnen, es gibt so super Bohnen, so Reut. Menschen haben lieb diese Mischproche von Sachen, Kichererbsen, Graupen, und so weiter und so fort. Steht geschrieben, diesen ganzen Kidneys, diesen ganzen Hülsenfrüchte, Lollarbot, nicht übertreiben beim Essen. Wenn jemand übertreibt es beim Essen, es wird ihn bringen zu einem unangenehmen Geruch. Die dritte Sache ist, Essen ohne zu bewegen. Wenn ein Mensch isst und bewegt nicht, keine Bewegung, schenkt der Mensch einen unangenehmen Geruch. So sagt der Talmud, ein Mensch soll nicht gleich nach dem Cholent soll liegen in die Sofa wie ein Puchlatz, wie ein Mess, wie ein Teuter, sondern ein Mensch soll sich ein bisschen bewegen vor dem Essen und ein bisschen Bewegung, so ganz leicht, nach dem Essen, ein bisschen, sagt Maimonides, sagt, wenn ein Mensch nach dem Essen macht so eine kleine Spazierchen oder bewegt sich ein bisschen, Hareise Yafemod. Yafemod bedeutet es sehr schön. Was ist sehr schön? Sehr schön bedeutet, er spart sich dem unangenehmen Geruch. Gut. Die nächste Sache. Wenn ein Mensch, Entschuldigung, euer Respekt, wenn ein Mensch hat einen vollen Bauch und er muss seine Größen befreien und er verschiebt es später, in einer halben Stunde, nicht jetzt in der Toilette, später. Sagt der Talmud, wenn ein Mensch verschiebt seine Bedürfnisse, ich sage das ganz klar, wenn ein Mensch braucht Stuhlgang, Entschuldigung, dass ich muss das sagen, weil es ist Talmud, soll man nicht falsch verstehen, sei mir nicht böse. Also wenn ein Mensch hat Zorch Gadol, großes Bedürfnis, und er verschiebt, das sagt, nein, nicht jetzt, in einer Stunde. Ich kann noch aushalten. Sagt der Talmud, du kannst aushalten, aber irgendwann, Menschen können nicht von dir aushalten, weil es wird von dir ausstinken und du bist selbst schuldig. Und der Talmud sagt, wenn ein Mensch geht nicht direkt zum Sklor, zu WC, zur Toilette,
dann ist er wie ein Ofen, der nutzt alte Keule und Asche ohne Erfrischung. Sie wissen, ein Grill, du kannst nicht nutzen die Asche von dem letzten Grill. Die Grill ist zu Ende, nimmt man den Behälter, man wäscht, man putzt, man wirft alles weg. Nächstes Mal, wenn du willst machen Grill, nimmst du neue Keule und du machst den neuen Grill. Sagt der Talmud eine sehr schöne Metapherbeschreibung. Wenn ein Mensch verschiebt seine Toilette und er isst, das ist wie ein Mensch, der nutzt auf sein Ofen neue Keule auf einen schmutzigen Ofen und es ist nicht gesund und das bringt keine gute Sachen. Ich bin kein Doktor und ich kann das nicht biologisch erklären, aber es ist interessant, was sagt die Medizin über diesen interessanten Beschreibung von dem Ofen. Also der Ofen ist eine Privet. Guten Morgen. Guten Morgen. Also das ist wie ein Ofen, den man nutzt einmal auf dem anderen. Ja, nicht sauber. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, die wird darüber sehr viel in Talmud und in Halacha geschrieben. Ich sage euch nur die Zitaten. Das, was wir haben gesprochen, was bringt schlechten Geruch, steht geschrieben in Brachot 40a, in Turm Shulchan Aruch Ora Chaim 179. Und das, was wir gehen jetzt lernen über Ehefrau, Ehemann, die haben Probleme mit ihrem Geruch, die können nicht riechen oder man kann sie nicht riechen. Wir werden ein paar Regeln sagen, aber ich sage nur, wo es steht geschrieben. Es steht geschrieben in Ktubot 77a und in Rambam, Maimonides, Ilchot Ishud, Gesetze von Partnerschaft, Kapitel 25, 11. Also was steht geschrieben? Mann und Frau müssen eine dem anderen Wahrheit sagen. Wahrheit. Nicht nur nach der Ehe, sondern auch vor der Ehe. Damit soll eine nicht kaufen Chatul Basak. Ich weiß nicht, wie man sagt Chatul Basak. Chatul Basak ist eine Beschreibung, wo eine kauft eine Katze in den Sack. Also unwichtige Sache, unerwartete Sache. Du kaufst eins und du bekommst zwei Überraschungsprogramm. Was passiert, wenn der Partner hat nicht gesagt dem anderen, dass er ist Tatran, er ist geruchlos. Er hat nicht gesagt. Und dann heiratet man und irgendwann sieht der Mann, dass seine Frau kann überhaupt nicht riechen. Sie riecht nicht. Es kann sein ein Grund zum Ktuba, zum Scheiden, weil er kann sagen, wie soll sein eine Mutter jetzt, die nicht Kinder riecht, wenn beim Kind was passiert. Und genauso bei der Mann auch, wenn der Mann kann nicht riechen, dann kann sein, dass er verliert seine Anziehungskraft für seine Frau. Er riecht nicht ihre Duft, er riecht nicht ihre Dasein, ihre Persönlichkeit. Und es ist nicht gesund. Also wenn einer dem anderen nicht die Wahrheit gesagt, das kann bringen in die Ehe Konflikten. Das ist, wenn hat man nicht die Wahrheit gesagt vor der Ehe. Was passiert aber, wenn einer hat sich nach die Hochzeit, einer von beiden hat bekommen plötzlich ein Halitosis oder Folliphus oder es beginnt zu schwitzen von seinem Körper unangenehmen Rezeptoren, also der duftet unangenehm. Und es stinkt von dem anderen, vom Körper oder vom Socken oder vom Mund und so. Nach die Halacha, diesen Thema ist eine von den entscheidenden Problemen, wo es kann bringen zum Scheidung. Weil wenn man kann dem anderen nicht mehr
riechen, kannst du nicht mehr mit dem anderen leben. Tut mir leid, dass ich sage euch heute schwere Wörter soll. Und manchmal es ist eine objektive Krankheit, wo muss man es schnell wie möglich heilen. Also soll man alles tun. Und es gibt heute Gott sei Dank sehr gute und verbreitete Medizin. Und wenn Mann oder Frau zu Hause achten nicht auf ihren Geruch gegenüber dem Partner, es ist eine Ila le Geruschin, das ist ein Grund zum Trennen. Normalerweise die Tora ist immer dagegen. Da, in die Sache von Geruch, weil die Sache hat nichts zu tun jetzt mit dem Guf, mit dem Körper. Essen, du magst das nicht, ich mag das nicht, kann man Kompromiss finden. Aber beim Geruch, wenn einer ist immer einen Meter, zwei Meter mit einer, der nicht aushalten kann, weil der andere ist, das ist ein großer Zara, das ist ein großer Schmerz. Die muss man schnell wie möglich handeln und kein Geld schonen oder sparen und machen alle mögliche Diäten und so weiter und so fort. Es gibt manchmal Leute, die machen so strenge Diäten. Die sind bald am Fasten und es riecht von denen nicht gut. Also du machst Diät, du kannst vielleicht später schön aussehen in dem Körper von deinem Mann, aber wenn es riecht nicht gut, das ist nicht gut. Also steht geschrieben in die Halacha, dass die Sachen vom Geruch, wo eine hat man dem anderen vorher gesagt oder nicht gesagt oder danach, dem Geruch wurde geschädigt, spielt eine sehr starke, große, wichtige, entscheidende Rolle bei Yahadut, in unseren Schriften und Literatur, wo alle anderen Sachen sind nicht so dramatisch und wichtig wie diese. Gerade diese hat eine große Bedeutung. Gut. Der Arizal sagt, die Ruchaniyut shel Adam, seine spirituellen Mass oder wie kann man messen, ob ein Mensch ist spirituell oder nicht? Es spielt eine große Rolle, wie sein Geruch Sinn und was für ein Genuss hat von Geruch. Und das, was habe ich euch gesagt über schwangere Frau, wo sie hat gerochen, muss man sie geben. Ich habe euch nicht gesagt, wo steht das geschrieben, dann will ich sagen. Es steht geschrieben in Yuma 82a und 8,5 und in Shulchan Aruch, Orach Chaim, Tofresh Yud Zayin, Beis. Also wenn eine schwangere Frau hat etwas gerochen, wo es ist nicht jetzt nach die Halacha, muss man ihr geben. Jetzt möchte ich euch fünf Stellen in unseren Schriften eine Beschreibung oder eine Erzählung über einen Geruch. Ich habe geguckt, in die ganze Tora steht 29 Mal das Wort Reach, 29 Mal das Wort Geruch. Aber meistens steht das Wort Reach Bezug Hashem. Das Hashem hat lieb unseren Opfer schon von Noach. Steht geschrieben, Vayarach Hashem et Reach anichoyach. Das Hashem hat gerochen die Aroma von Noach, was er hat geopfert und... Also sehr oft steht über Reach Nichoach LaHashem, dass Hashem genießt von unserem Geruch und auch von unserem Weihrauch und er genießt das und das ist eine gute Sache. Steht geschrieben in Kapitel 8, Pasuk 21 in Bereshis, in Genesis. Da nahm Gott den Ausdruck der
Willfahrung war, also es war eine Reach Nichoach, ein guten Geruch. Also mal sehen, noch eine Übersetzung. Ich bin immer mit den Übersetzungen, ich bekomme immer Kritik, dass die Übersetzungen meine sind nicht gut und es stimmt nicht. Und die Leute haben irgendwie langsam, sehe ich recht, weil manchmal steht geschrieben, hier steht geschrieben, Reach Nichoach. Also ich verstehe, ich werde bald gucken, noch eine. Aber Reach Nichoach ist ein wohlduftigen Geruch, ein Aromageruch, ein super Geruch. Mal sehen, was steht hier geschrieben. 21. Oh, das ist schon schöner. Und der ewige Ruch, den lieblichen Geruch. Also seht ihr, 21. Also Hashem hat gerochen dem Reach Nichoach und das hat ihm gleich, was haben wir gesagt am Anfang, dass wenn man riecht etwas, das hat gleich eine sofortige Wirkung, auch auf Hashem, wenn er riecht was Gutes, es macht ihm sofort eine Entscheidung treffen und Hashem entscheidet, dass er wird nicht mehr bringen, Mabul, Sintflut auf die Erde. Gut, dann beginnen wir die fünf Stellen, wo es steht sehr deutlich über Geruch. Das erste ist von Yitzchak. Unser Vater Yitzchak war blind. Er hat verloren seine Sinn, also er konnte nicht mehr sehen. Und er liegt am Sterben. Und wir wissen alle die Geschichte mit den Linsen, mit alles. Und die Mutter Rivka bringt zwei Isin, zwei Ziegen, anstatt Hirsch, weil Ziegen schmecken wie Ziegen schmecken ein bisschen wie wilde Tiere. Also geh denn zu den Schafen und nimm also Ziegenböcken und mach dein Vater wohlschmeckende, also mach mal guten Essen. Es war Pessach und es steht geschrieben, dass der Geschmack, das Ziegenbock ist gleich dem Geschmack des Hirsches. Ich habe noch nicht probiert, Ich habe noch nicht probiert Ziegenbocken und ich habe noch nicht gegessen Hirsch. Deshalb weiß ich nicht, ob die beiden schmecken die gleiche. Aber wenn es steht geschrieben, steht geschrieben. Aber jetzt gehen wir zu dem Punkt. Da, also das ist 1. Buch Moshe, 27, Pasuk 26. Da sprach sein Vater Yitzchak zu ihm, tritt doch näher und küsse mich, mein Sohn. Gschono ukschkoli. Also gib mir einen Kusch, gib mir einen Kusch. Jetzt kommt. Da trat er ihn und küsste ihn. Da ruch er den Duft seiner Kleider. Und sagte ihn und sprach, sehe, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines Feldes, welches Gott gesegnet. Erste Mal, wo es steht in die Tora, irgendeine klare Beschreibung von einem Mensch, der riecht, und von jemand ist etwas gedünstet und geht daraus ein Dampf, Ed. Und diesen Dampf ist verbreitet und kommt rein direkt in die Nase von Yitzchak. Und Yitzchak beschreibt auch, was er riecht.
Man sagt sehr. Sehr bedeutet ich. Man sagt in Jiddisch auch ein blinder Mensch. Je mehr er lebt, sieht er mehr. Also auch wenn er nicht sehen, sehen ist etwas, ja, sehe. Der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines Feldes. Welche? Welches Gott gesegnet? Gut, gehen wir zu Rashi, wenn wir wissen nicht genau, welcher Duft da gemeint. Was ist Reach Sadeh? Was ist Feldesgeruch? So wie morgen früh sieht man so, der Mensch macht ein Gras, grünes, riecht sehr, sehr gut, aber was hat das zu tun mit dem Geruch von dem Kleider von Jakob? Die Kleider von Jakob sind die Kleider von Esav und die riechen alle vielleicht nach Ziegen. Sagt Rashi, da roch er, es gibt aber doch keinen schlechten Geruch als die Ausdünstung von Ziegen. Also Rashi sagt, dass die Ausdünstung von Ziegen, was haben wir gesagt, was ist Geruch? Geruch ist eine gedünstenden Dampf, die kommt rein in die Nase, wenn es ist verbreitet. Und sagt Rashi, es gibt nichts schlimmere, schrecklichen Geruch als Ziegen, wenn einer war im Stall, es ist nicht gut. Nur, das lehrt, dass der Duft des Gartens Eden mit ihm heimgekommen war. Opa! Opa! Dem er angenehmen Geruch gegeben hat. Das ist ein Feld mit Apfelbäumen. So erklären unsere Weisen seligen Andenken. Rashi, Zitat, Sdei Tapuchim. Wir singen auch bei Rabbi Shimon bei Chai. Veli Sdei Tapuchim, Oli Solil Koit Bomer Kochim. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass Jakob kommt zu seinem Vater Yitzhak und sein Vater riecht ihm und sagt, oi, Gan Eden, mein Sohn, Gan Eden. Er riecht von seinem Sohn Gan Eden, Gan Eden, Sdei Tapuchim. Was ist Geruch von Gan Eden? Wir wissen, dass der größte Geruch kommt von Gan Eden. Das größte Geruch kommt von Gan Eden. Woher weiß Yitzhak, wie riecht Geruch von Gan Eden? Auch kleine Menschen wie ich, wenn ich rieche ein grandiose Aromageruch, sagte ich, ah, Gan Eden, sehr riech tof, du kommst manchmal Freitag in Stub und es riecht Challes und guten Joch und gebratene Hähnchen. Du sagst, ah, Gan Eden, sehr riech tof, ja, aber Gan Eden hat bestimmt bessere Geruch als unseren irdischen Bäckereigeruch oder Apothekegeruch oder Benzingeruch, Kaffeegeruch. Stimmt's, Aroma, es ist schön, es ist schön. Du riechst und du sagst Gan Eden. Woher weiß Yitzhak zu riechen bei Jakob dem Geruch von Gan Eden, vom Paradies? Das bringt uns zum Kapitel 24, ein bisschen zurück, steht geschrieben, da ging Yitzhak hinaus zu sinnen in dem Feld zur Abend, wende, da hob er seine Augen auf und sah, siehe da kommende Kamele. Also, es steht geschrieben, dass nachdem Abraham hat genommen Yitzhak zum Berg Moria oben in Jerusalem, um zu machen die Akedah, zu machen die
Offenbarung, die Akeda, also die Geschichte in 22, Akedat Yitzchak, wo Hashem hat geprüft, Avrom soll er nehmen seinen Sohn zum Korban, steht geschrieben, dass die Engel Gottes haben sich geweint und sie haben auf seine Augen Tränen gebracht und davon wurde Yitzchak blind. Gut. Und er ist geblieben 3 Jahre in Gan Eden. Also, er ist so hoch gekommen, Yitzchak, dass er war 3 Jahre in Gan Eden. Und da steht geschrieben, da ging Yitzchak hinaus. Was es geht, ging Yitzchak hinaus? Von wo geht er hinaus? Was ist Vayetze Yitzchak, Vayetze, mefo yatza, von wo kommt er raus? Er kommt raus von Gan Eden. Er kommt raus von Gan Eden. Und Yitzchak hat eine Erfahrung, wie riecht Gan Eden. Und jetzt, wenn er sieht die Rivka, dann hat er einen ersten Spur, dass das ist Gan Eden. Und wenn sie kommt nach Hause, steht geschrieben, da brachte sie Yitzchak ins Zelt als seine Mutter Sarah. Er heiratete Rivka, so wurde ihm zur Frau und er liebte sie. Er hat sie lieb, weil er wer die Tora. Normalerweise ist sparsam mit Wörtern. Hier sagt die Tora, er hat sie lieb. Warum? Weil sie hat ihm gemacht zu Hause Challah und gebackt und alles getan. Und ein guter Freund Stub, die alles tut, was man macht und das, was hat die Mama gemacht. So wie ein Kind in seiner Kindheit ist in einem gewissen Gan Eden. Genauso, wenn ein Mensch hat Masel und Gott und er hat einen guten Freund, steht geschrieben, dass er tröstete sich um seine Mutter. Okay. Deshalb diese 3 Jahre von der Akeda bis die Chatuna, von der Offenbarung bis die Hochzeit, war Yitzchak 3 Jahre in Gan Eden. Und jetzt, wenn Yitzchak segnet seinen Sohn Jakob, kommt bei ihm das Geruch und dieser Geruch heißt Déjà Vu. Déjà Vu. Ich lese euch vor. Als er auf den Altar gebunden worden war und sein Vater ihn opfern wollte, in jener Stunde öffneten sich die Himmel und die Engel des Dienstes schauten herab und weinten und ihre Tränen kamen herunter und fielen ihm in die Augen. Dadurch wurden seine Augen dunkel. Andere Erklärung, damit Jakob die Segnung erhalte. Alles hat seinen Plan. Deshalb ein Geruch ist immer, oh, es riecht mir gut. Genauso ist auch, wenn ein Mann trifft seine zukünftige Frau oder eine Frau trifft ihren zukünftigen Mann, die entscheidenden Faktor von der Entscheidung zu heiraten, ist nicht, ob dem anderen hat so einen Beruf oder so einen Beruf. Es hat zu tun mit dem Gan Eden-Geruch. Alle Neshomes, alle Seelen waren im Himmel zusammen. Und ein Mann und ein Frau, jeder kommt in diese Welt in ein halbes Körper, in eine halbe Neshome. Und wenn man sich heiratet, treffen sich die beiden. Dann kann man dem anderen sehr gut riechen. Also das erste Mal in die Tora, wo es steht, eine große Beschreibung von Geruch, ist bei Yitzchak Avinu. Gerade bei diesem Aspekt von dem Reach Sadeh Geruch von Gan Eden. Also wenn ein Mensch hat einen Geruch, wo dieser Geruch erweckt ihm Déjà-vu, eine schnelle
Er ist gleich in ein anderer Ort genommen. Das ist ein sehr, sehr guter Geruch. Ein Mensch soll sich in sich überlegen, welcher Geruch hebt ihm zu einer anderen Welt, zu einem anderen Ort und Zeit. Manchmal auch nicht guter Geruch, Geruch, den du nicht magst, bringt dir auch, kann dir auch gute Erinnerungen bringen. Wenn dem anderen hat das nicht gemocht und wenn du das isst, denkst du gerade über dem anderen. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Mutter, gottseligen Rivka, hat einen sehr starken Sinn für Geruch. Sie war sehr edel und sehr sauber und ästhetisch. Aber sie konnte nicht riechen Kinnamon, Zimt. Diese Zimt. Und jeden Kuchen oder etwas, wo es war Zimt, nein, sie hat nicht gegessen. So in Kuchen oder in Geruch von Schabbesausgang, bei den Psomim, bei den Nelken. Also Zimt hat sie nicht lieb gehabt. Weiß ich nicht warum. Ich habe ja lieb Zimt. Also Geruch ist nicht erbschaftlich. Und sowieso sagt man in Hebräisch Altam Vereyach, einmal Itvakeyach. Auf einen Geschmack und einen Geruch gibt es keine Diskussionen. Das ist sehr individuell. Und immer, wenn ich esse etwas mit Zimt, so Milchreis, und ich lege ein bisschen Zimt oben und ich genieße den Geruch, den Aroma, denke ich über meine gottseligen Mutter. Also Geruch verbindet sehr. Oder wenn ich meine Talis anziehe morgen, wenn ich bete, ich erinnere mich an den Talit, an den Gebetsschal von meinem Vater, soll gesund sein. Der hat uns am Schabbat, in Israel macht man jeden Schabbat den Priestersegen. Und man legt die Kinder unter dem Talit. Und sein Talit war so mit sehr vielfältigem Geruch. Von Schweiß, vom Essen, von alles. Und bis heute habe ich seine Déjà-vu von Talit, von diesem Geruch. Also steht auch geschrieben, dass wenn ein Mensch stirbt, muss man ihn auch mit seinem Talit begraben. Und es ist besser, dass man sich begrabt mit dem Talit vom Wochentag und nicht mit dem Talit vom Schabbat. Weil dem Talit vom Wochentag hat mehr Paradiesgeruch. Also du hast sie mehr Mitzvot gemacht, mehr genutzt. Dem Talit von Schabbat nutzt du nur am Schabbat und dem Talit von Wochentag nutzt du dem ganzes Jahr ununterbrochen. Auch an Tagen, wo man legt kein Tfilin. Talit legt man die ganze Zeit. Deshalb soll man dem Talit von Wochentag bringen zum Grab. Gut, also mit Yitzchak, mit Gan Eden, es ist klar. Gehen wir zu der zweiten Stelle in Torah. Die zweite Stelle in Torah ist in die Geschichte von Josef. Das hat man ihm gelegt in dem Grube. Und mit großer Chuzpe sitzen sie alle und sie essen Brot. Und da sehen sie eine Gruppe von Ismaeliten, so Karawane von Arabern, kommen. Und die nehmen mit, sie nehmen Gewürze, Balsam und Lotus. Sie tragen Balsam und Lotus. Nechoot, Zri, Zeri, Valot. Was ist das? Das ist nicht so. Auch bei den Arabern, es gibt so. Die riechen nach Market von Gaza. Und die von Dubai oder die reichen Paschas, die Arabers, die sind ganz feine Adligen, die wissen ganz genau,
was ist Parfüm und Duft und alles, auch bei denen, wie in jeder Schicht, gibt so die Volkstümige, die den Geruch von dem Volk in dem Market mit dem Fisch, mit dem Gewürze, mit alles. Und es gibt die Aristokraten, die... Also ihr erzählt uns die Tora, dass es war ein Ishmaelitengruppe Arabim, aber Arabim Mechubadim, ehrenvolle Arabers. Warum? Es ist so wichtig, dass die Tora uns erwähnt, wer war die Gruppe von den Arabers. Es ist wurscht, hat man ihn verkauft. Arabim sind Arabim, Ishmaelim sind Ishmaelim, also das sind dieselbe Menschen. Und Rashi versteht nicht die Idee. Rashi fragt, warum macht der Vers ihre Last bekannt? Warum ist es wichtig, dass die Tora uns erzählt, sie tragen Duft, die sind duty-free, die schleppen mit Reachtov. Und da erklärt Rashi, um uns den Lohn der Tzadikim, der Frommen, zu zeigen, denn die Araber pflegen sonst nur Naphta und Pechöl zu führen. Also sie nehmen normalerweise Naphta, Eitran und Neft. Also sie nehmen Pechöl, sie nehmen Pechöl. Sie nehmen verschiedene Sachen, so schwierige, unangenehme Geruchstoffe, die schlecht riechen. Ihm aber, Josef, fügte sich gut duftige Gewürze, dass er durch den schlechten Geruch keine Schaden erlebe. Gewürze, jeder Sammlung von vielen Gewürzen wird Nechoot genannt. Und das ist eine schöne Gewürze. Und das ist eine Mischung von Gewürzen. Es ist verschiedene Kataf, Bäume, Kopf. Das ist eine Nataf, der unter die Gewürzen von Rauchwerkers aufgezählt. Und Lotem und Lotus. Es ist auch eine Mischensprache Lotita. Unsere Lehrer sagen, dass sie die Wurzel eines Krautes. Und der heißt Arastologia. Arastologia. Gut, also jetzt weißt ihr ein bisschen, es ist verschiedene Balsam, Nataf, Saraf, Lotas, Astrologia. Ich kenne mich nicht aus mit diesem Geruch. Es ist sogar interessant, was ist diesen Geruch? Aber das heißt Astrologia, Astrologia. Gut. Besser, es ist nicht jetzt genau die wichtige Sachen zu sagen, welche genau Gewürze waren dort. Aber wir sehen, dass die Tora erklärt uns und bringt uns bei, dass ein guter Geruch ist sehr, sehr wichtig, weil Hashem wollte nicht, dass Josef soll mehr leiden. Und das Allerwichtigste soll er nicht haben, schlechtes Geruch. Trauma. Sehr oft, wenn ein Mensch wurde in seinem Leben, Chas v'Shalom, Gott behüte, geschädigt oder erniedrigt oder geschlagen oder vergewaltigt, Chas v'Shalom, Gott behüte, soll keiner nicht wissen von Zores. Jahrelang später, diesen Geruch ist bei ihm tragisch, er ist traumatisiert. Immer wenn er riecht diesen Geruch, es bringt ihm, es geht, wie gesagt, es geht direkt in die Neshome, es geht direkt ins Moyach, ins Gehirn, und die Gehirn geht direkt in die Seele, und der Mensch ist außer sich, er ist sofort, manche Leute können die anderen Leute nicht riechen ohne Erklärung, weil sie haben irgendeine
negativen Konfrontation mit diesem Geruch, mit dieser Sache, und sie können das nicht aus, sie müssen sich therapieren, diesen Aroma. Also ich mache keinen Spaß, ich glaube, das ist eine von den wichtigen Sachen, wo man sehr wenig darüber Wert gibt, diesen Aromatherapie. Also es ist nicht mein Bereich, aber ich glaube, wenn ich hätte irgendeinen psychologischen Bereich ausgesucht in mein Leben, das war bestimmt diesen Aromatherapie Richtung, weil dort sehe ich eine sofortige, also wie gesagt, Stimme, Sehen und Geruch, sofort können der Mensch bringen zu einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Ich gebe euch ein Beispiel, eine persönliche. Die Synagoge der Schil von dem Rebbe in New York, in Brooklyn, 770. Ich war dort mit 10 Jahre und halb. Ich war dort bei meiner Bar Mitzwa. Und ich war mit 16 Jahre, 18 Jahre, 19 Jahre, 23. Und später war Pause, 10 Jahre. Und es ist unglaublich, vor ein paar Monaten, als wir sind geflogen nach Brooklyn zu dem Brit Mila von unserem Enkel Menachem Mendel Raskin. Es war so ein normaler Wochentag und ich kam nach 770 morgen früh, habe ich gemacht meinen Kaffee und mein Käseplätzchen und saß mit meinem Sohn in die Ecke von Schilung gedavend. Und glauben Sie mir, ich wusste nicht, wie alt ich bin. Ich wusste nicht, was mit mir abgeht. Es war so ein Gefühl, Déjà-vu von Gan Eden. Der Geruch von 770 hat ein eigenes Geruch. Diesen Holz, diesen Schweiß, diesen Rest von Essen, die Toiletten dort, alles. Sie haben dort verschiedene Tabletten in die Toilette bei dem, Entschuldigung, euer Respekt, bei dem Pisor, wo man pischt, legt man solche blauen Sachen, weil es viele Menschen, und es ist Jahren, Jahren lang vorbei, und du riechst, du bist dort. Du bist dort, du bist hingekommen. Und wenn der Ort gefällt dir, plötzlich habe ich diesen Ort geliebt. Es war mir eine Heimkommen, es war mir eine Willkommen. Ich werde euch nicht sagen, dass der Ort riecht wie Gan Eden. Aber weil meine Wahrnehmung und Erinnerungen sind so lang und so gut und so begeistert von dem Rebbe und der Zeit, wo wir dort waren. Und es waren die schönsten Jahre von Gan Eden. Und der Rebbe sagt in einer Sicha, dass die Bachurim, vor dem, dass sie heiraten, ihre Zeit in Yeshiva ist Gan Eden. So wie Yitzchak war in Gan Eden 3 Jahre vor seiner Ehe, ein Bocher, der sitzt in Yeshiva und sitzt und lernt Torah und es fehlt ihm gar nicht, der Ort, wo zu essen und wo zu schlafen und am Mikve und alles. Er muss nur sitzen und von morgen 7 Uhr bis abend 9 Uhr nur sitzen und Torah lernen. Weißt du, was für ein Leben ist das? Gan Eden. Gan Eden. Besser gibt es nicht. Also, Hashem wollte Josef geben eine gute Erinnerung von das, was man soll diesen Ort von der Grube, dort, wo hat man ihn verkauft, soll nicht Schmerz bleiben. Und guck mal, später gehen sie alle nach Eretz Israel. Sie gehen alle nach Israel, um zu begraben Jakob. Und natürlich Josef hat seine Schwur zu seinem Vater gesagt und gemacht und getan. Und dann, unglaublich, kommen sie zurück auf den Weg. Sie kommen zurück. Und sie machen den Weg zurück. Und wenn sie gehen vorbei
neben diesen, also man kommt zum Tatort zurück. Also die kommen zu, er war in Israel, der hat seinen Vater begraben und dann gehen sie alle zurück nach ja. Die Brüder von Josef sahen, dass ihr Vater gestorben und war, und sie sagten, wenn Josef doch einen stillen Gräuel gegen uns in sich bergen sollte, er könnte jetzt uns all das Böse zurückgeben, das wir ihn vollbracht. Also steht geschrieben, sie kommen neben dem Grube und die Brüder bekommen eine negative Déjà-vu. Also sie bekommen ein Angst, ein Panik in demselben Ort, wo haben sie ihn verkauft. Aber guck mal, wie ist die Reaktion von Josef. Josef sagt unglaublichen Satz. Er sagt, eine Kerze konnten nicht löschen. Eine Kerze, wie soll eine Kerze, das heißt, 10 Lichter vermöchten nicht, ein Licht zu verdunkeln. Das heißt, ihr konntet mir nichts tun, wie soll ich euch jetzt irgendeine Rache zurücktun? Jetzt versteht ihr? Jetzt versteht ihr, warum dem guten Geruch vom damals, jetzt sie kommen wieder zurück zu dem Tatort und anstatt soll Josef soll jetzt erwecken in sich Gräuel und Rachegefühl, Josef entdeckt in sich gar nicht, ihr habt alle gedacht über mich. Also was sagt er in Kapitel 9, in Kapitel 50, 20? Habt ihr auch Böses über mich gesonnen? Gott hat es zum Guten gewollt, um dies Gegenwärtige zu gestalten, eins zahlreiches Volkes zu erhalten. Und nun fürchte nichts. Ich werde euch speisen. Ich konnte euch schon längst was Schlechtes tun. Und ich bin kein rächender Mensch. Und mag sein und kann sein, dass Hashem hat ihm schon damals guten Geruch gegeben, wo es ist jetzt. Wie alt ist er jetzt? Ich glaube, es ist mehr als, damals war er 17, bis sie haben gesehen, 20 Jahre. Habe ich nicht gerechnet. Ich muss noch rechnen, wie viele Jahre war das. Aber es war bestimmt mehr als 50 oder 60 Jahre später. 50, 60 Jahre später. Weißt du, was bedeutet Traumatherapie von dieser Zeit? Es ist unglaublich, die Sachen zu verstehen. Wie tief ist das im Herzen? Gut, wir gehen zu die Dritten. Moshe Rabbeinu ist geboren. Und seine Mutter macht ihm ein Teva, ein Körbchen. Und steht geschrieben in die Tora, dass sie hat ihm gemacht eine Teivat Gome, sie hat ihm gemacht eine extra Korb, soll legen auf dem Nilus. Aber die Tora schreibt uns auch den Stoff, aus was hat sie gemacht, die steht geschrieben, dass sie hat das gemacht von Chaimar und Sefet, also zweiten Buch Moshe, Kapitel 2, Pasuk 3. Da sie ihn nicht ferner verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Schieflein von Rohr und verstrich es mit Herz und Pech und tat einen dem Knaben und setzte es in der Schiff am Ufer des Flusses. Also es gibt zwei Stoffen.
Es gibt einen Stoff, wo die Menschen können nicht riechen. Das ist Gofrit, Schwefel, Pech. Es ist ein Geruch, die nicht angenehm ist. Und drinnen hat sie gemacht Herz, sie hat gemacht Chemar, Ton, diesen Stoff, Lehm. Warum? Damit soll diesen Zadik soll nicht riechen schlechten Geruch. Und das ist eine große Lehre für die Älteren. Sei vorsichtig, sei nicht faul, eure Kinderlach zu wechseln. Verschieb das nicht. Guck, ob der Kind dort gemacht hat, vollen Beutel, sofort waschen, schön mit einem feuchten Tuch und versuchen, das Kind sehr schön zu waschen, zu salben, zu pflegen. Das, was ihr eure Kind an guten Geruch und Duft schenkt an die Kindheit, ihr habt keine Ahnung, was für eine langjährige Wirkung hat es auf dem Kind bis sein hohes Alter. Sagt Rabbi Yochanan selbst, Schemen Vesicho, also Öl und Salbei und guten Duft, dass meine Mutter hat mich geschmiert und gepflegt in meine Kindheit, in meine Babyzeit. Om du liebe Siknussi, die haben mir zu Kräfte, zustande geblieben, als ich bin alt geworden. Also unsere Aufgabe ist, die Kinderlach schön mit schönem Duft machen. Und soll die Kinder soll riechen gut im Körper und im Kopf. Meine Frau soll gesund sein, hat erzählt, dass als Lehrerin manchmal steht sie hinter die Kinder, zu gucken, was die Kinder schreiben in ihre Heftchen. Es gibt Kinder, wo es neben ihrem Kopf Gan Eden, weil die Kinder sind schön gewaschen und sie duften gut. Und es gibt Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Die Aufgabe von den Eltern, denk, dass eure Kinder auch in die Gesellschaft, auch in die Klasse, wenn sie gut riechen, haben sie schönere, bessere Freundschaft. Und niemand wird sie sagen, es gibt zwei Sorten von Abstand von Stunkerei. Es gibt physische und geistliche. Natürlich auch, wenn ein Mensch ist hochmutig und arrogant und schlechten Eigenschaften, es stinkt auch nach, aber es ist nicht das Thema heute. Hier handelt es sich um einfache, kleine Sachen. Soll man aufpassen, zu entluften, die Kinderzimmer, dass man weiß, dass diesen Reach von kleinen Kindern, es ist sehr, sehr nötig. Guck mal einen Beweis von Hashem. Hashem hat gemacht in dieser Welt, dass alle reine, frische, gute Sachen riechen gut. Habt ihr schon gerochen, ein Baby? Wie riecht er? Gan Eden. Ein Kind ist wie ein Bernsteinmagnet, er kann dir deinen Schmerz wegnehmen. Nicht umsonst, wenn Leute sind im Trauer, 7 Tage, wenn einer ist gestorben, es ist nicht erlaubt, sich mit einem Baby zu schnupfen. Also es ist nicht erlaubt, ein Baby zu saugen mit dem Geruch. Also manchmal nimmst du ein kleines Baby in die Hand und du riechst es und es erfüllt dir sofort mit Erfrischkeit, Lebendigkeit. Es ist ein Leben. Deshalb, es ist nicht erlaubt, das zu tun auf dem Kosten von dem Baby, wenn Leute sind in 7 Tage von Trauer, wenn einer ist gestorben. Aber sonst, ein kleines Baby ist schon von Hashem. Die besten Dunsten, Duft, die verbreitet und bringt, ist ein besonderer Geruch, ist ein besonderer, edler Geruch. Und unsere Aufgabe ist zu achten,
das überall von dem Kind, so wie die Jochevet, die Mutter von Moshe, hat geachtet, dass in seinem Korb so seinen guten Geruch, es ist uns auch wichtig, den Geruch zu halten. Gut, wir gehen zu den zwei letzten Sachen. Als Hashem hat gegeben die Tora, wir stehen jetzt Bezrat Hashem, kurz vor der Toragebung am Shavuot, es war am Shabbat, und am Shabbat soll man auch bringen nach Hause, am Freitag, ein bisschen Blumen, ein bisschen Duft, Nana, Pfefferminz, also etwas soll gut riechen. Und steht geschrieben, dass bei der Toragebung Hashem hat gemacht ein Wunder, dass normalerweise Berg Sinai ist nackt, ist trocken, ist Wüste. Hashem hat gemacht bei der Toragebung super Pflanzen, Blumen, grünes Dekoration. Hashem kann auch sehr schön dekorieren. Blumendekoration gehört sich zu einer Hochzeit. Blumen zeigt Lebendigkeit, Frischkeit, verbreitet guten Dunsten, Duft überall, Lebendigkeit, schöne Sache. Die Blumen haben auch so positive Poren, die gehen an die Nase überall. Es gibt so Blumen, die manchmal schon zu stark riechen. Jeder Mensch hat seinen Geschmack auch bei Blumen. Manche sind, so wie steht geschrieben in Shira Shirim, also in Hohe Lieder, steht auch Adudaim Natnu Reach, Vesmadar, also in Hohe Lieder gibt es mehrere Mal Beschreibungen von Geruch, von Dodaim, von Smadar, von vom Weinberg, von verschiedenen, wie ein Rosen, sehr, sehr viele Blumen und Geruch gibt es in Shira Shirim. Und sie riechen auch sehr gut. Und dein Duft, guck mal in Shira Shirim 4, 10, Vereach Shemanaich Mikol Besamim, also du riechst wie Duft das Lebanon und Granatäpfel und Ferzen, Nerd und Karkus, Rohr und Kinnamon, Samt, allen Weihrauchen, Miri und Aloe, mit allen edlen Gewürzen. Also eine ganze Chagiga, eine ganze Freude mit voll Blumen, Konstanz, Holland, Palmengarten. Also ihr denkt, stell euch vor, dass Hashem hat genommen die schönsten botanischen Garten in der Welt. Die gibt sehr, sehr schöne und sehr prächtige und lohnt sich dort zu nehmen Menschen. Es ist wichtig auch zu nehmen Kinder zu solchen Plätzen, zu riechen. Wenn ihr mir fragt, es ist sogar wichtiger als Zoo. In Zoo gibt es andere Geruch als in botanischen Garten. Also geh nicht so oft in Zoo. In die Zoo gibt es andere Geruch. Es ist nötig, 2-3 Mal am Leben nehmen die Kinder in Zoo. Aber die Kinder sollen nicht dran gewöhnen an dem Zoo-Geruch. Die Kinder sollen dran gewonnen an Gan Eden-Geruch, also botanische Garten. Es gibt so neben Konstanz dort in Holland. Also wir waren schon ein paar Mal in verschiedenen Plätzen, wo dort gibt guten Geruch. Steht geschrieben, dass wenn Hashem hat gegeben die Tora von Berg Sinai, Hashem wollte soll diesen trockenen, langweiligen Berg Sinai soll bekommen Lebendigkeit, Frischkeit, Dekoration, wie eine Hochzeit. Weil es war die Hochzeit bei der Toragebung. Und viele Regeln und Gesetze heute beim Hochzeit kommen von diesen Begegnungen von Berg Sinai. Also viele, viele Sachen. Kerzen an die Hochzeit und viele Sachen, was man tut, ist
auch diesen Baldachin, die Chuppa, die Hüppe, also viele Sachen kommen von Berg Sinai. Eine von den Sachen, was war dort geschrieben, und es wird darüber sehr lang in Zohar gesprochen, es war dort Besamim, es war dort guten Geruch, es hat gut gerochen nach Rosenwasser. Es ist ein super Geruch gewesen bei der Torahgebung. Und auch da kann man wohl sagen, dass Hashem wollte, dass die Torah soll uns im Mund auch schmecken. Wir sagen, und König David sagt das auch, wir sagen jeden Morgen eine Bracha, Ve'arev no Hashem, mach bitte deine Torah in unserem Mund schmackhaft. Und König David sagt in Psalmen, Teufli teuras, also deine Torah ist mir mehr schmackhaft als Neufes Zufim. Also es ist mir viel schmackhafter als süßen Honig, leckere Kuchen und Marzipan und große Leckereien. Also die Torah ist eine guten Reach und einer, der viel Torah lernt, bringt er rum sich Ruach, Gdusha und Reach Tov. Also eine wahre Torah-Gelehrte muss ein Mensch sein, der rum sich so wie eine Flasche von Pliaton bringen. Wir haben begonnen unsere Shiur, wir machen unsere Shiur heute für Benny Wolf. Benny Wolf war ein Bakbuk-Bossem. Er war ein gut duftigen Flasche. Wo immer hat man das geschüttelt, jeder hat bekommen einen Geruch von ihm. Sie wissen, bei uns in die Toilette zu Hause gibt es so eine Dose. Und in die Dose gibt es auch solche Sticks, so ein Stückchen Holz. Was muss man machen? Wenn einer kommt in die Toilette und er will mehr Geruch, entweder soll er schütteln die Flasche oder soll er nehmen den Stick und ihm noch einmal bei die trockene Seite feucht machen, nass machen. Benny Wolf war eine Dosen. Wenn ich ihm beschreiben, was für ein Mensch war er. Er war eine gut duftigen Öl, gut duftigen Wein, gut duftigen Parfüm. Er war ein gedunsten Dämpfer, edler Mensch, der hat wirklich alle Menschen gemacht, so ein Psst. Es gibt so heute mechanischen, chemischen Geruch, besser als stinkender Geruch, steht so in die Toilette und jeden 5 Minuten macht er ein Psst und es wird überall verbreitet und gespritzt. Benny Wolf war ein Lichtverbreiter, ein Duftverbreiter, ein Mensch von Kiddush Hashem. Und das ist ein Mensch, wo kommt von Gan Eden, also seine Neshome ist eine Spur und ein Erlebnis von Gan Eden, von Paradies. Es ist Spuren, die geblieben. Der Talmud erzählt uns, dass es gab ein paar Leute, die haben begegnet diesen Geruch oder diesen Geschmack von Gan Eden. Sogar Alexander Agadol, Alexander Mogdon, hat einmal geschnappt einen Fisch in Akko und es hat ihm geschmeckt wie Gan Eden. Und Rove Bar Avuna hat getroffen Eliyahu Anavi in Friedhof und er hat gesagt, Eliyahu, du bist doch ein Kohen, was hat Kohen zu tun in Friedhof? Eliyahu, der Prophet, und er hat ihm genommen eine Runde in Paradies und es ist geblieben bei ihm ein paar Blätterlach in die Tasche und später seine Frau hat gemacht Wäsche und in diese Taschen waren die Blätterlach und die ganze Wäsche haben gerochen an dem Tag Gan Eden. Benny Wolf war ein Blätterle, ein duftiger Mensch von Gan Eden. Gut, also in die Torahgebung war auch Besamim, guten Geruch und es hat gut gerochen, deshalb bei Shavuot, beim Fest, die bald kommt, soll man auch legen in die Synagoge verschiedene Pflanzen und Blumen und Bäume und ich habe gemacht in die Synagoge bei dem letzten 10 Gebote bei Yitro, ich habe gekauft in der Apotheke Rosenwasser und ich habe überall in die Synagoge geschüttelt, weil bei uns in der Synagoge in Altenheim ist schwierig, den Duft zu entfernen. Bei älteren Menschen riechen schwer, nicht so wie Jugendlichen, nicht so wie Kinder.
Und bei älteren Leuten gibt es auch Körpergeruch. Und für ältere Leute müssen doppelt achten und pflegen. Und es gibt sehr viele ältere Leute, die sich so viel Mühe und Kraft geben, nicht diesen Altgeruch zu bekommen. Da müssen sie es groß achten. Viele schaffen das. Ich kann erzählen von meiner Großmutter, Malka Lipske, mutterlicherseits. Sie war über 80 und sie hat immer gerochen, frisch und angenehm und gewaschen und Kleider und alles und Socken und Nägel und Creme und tipptopp. Eine Frau und ein Mann müssen sich die ganze Zeit pflegen und nicht aufhören, diesen Geruch zu behalten. Und das bringt einen guten Geruch. Also deshalb habe ich gegossen Rosenwasser in die Synagoge und es hat gut gerochen. Und es ist auch erlaubt, in die Synagoge zu legen eine duftige Kerze, wenn man will, oder etwas anderes. Gut, wir gehen zu den fünften und zu den letzten Gedanken, was ich wollte heute teilen. Wenn hat man gebaut die Beit HaMikdash, der Tempel in Jerusalem, viele Leute von den Völkern sind auch gekommen, wie Königin Sheva, Malkat Sheva, und viele Leute sind gekommen und sie haben gebracht zum Beit HaMikdash verschiedene Matanot. In Beit HaMikdash war es bestimmten Familien, sie konnte machen Weihrauch, eine bestimmten Ktoret. Und diese Ktoret hat man überall gedünstet und verbreitet. Und die Geruch im Beit HaMikdash war so gut, so schön, so angenehm, so prachtvoll positiv, dass die Ziegen in Jericho haben genießen von diesem Geruch. Also steht geschrieben, warum heißt diese Stadt Jericho? Jericho bedeutet ein Geruch. Ein Geruch. Und diesen Geruch ist eine wichtige Sache. Und viele Leute, die kamen zum Beit HaMikdash, haben gebracht verschiedene Sachen und sogar die Bäume, sie waren von Zerde, von Broschim, sie waren auch Bäume, die gut riechen. Und es war sehr schöner Geruch in Beit HaMikdash. Und es war dort auch eine Wunder. Und über diese Wunder will ich euch erzählen. Steht geschrieben, dass in Beit HaMikdash Lo Isriach Besar HaKodesh Meolam. Es hat nie in Beit HaMikdash gestunken. Habe ich gefunden, die Stelle. Das ist Könige 1, Kapitel 10. Und Malkat Sheva, die gekommen, sie ist gekommen nach Jerusalem mit Kamele und viel Gewürze. Und sie hat gegeben dem König 20 Kikar Gold und Besamim, Harbe Meod, und sehr viele Besamim, sehr viele Perfume. Und Even Yekara, Lo Baka Bosem Aze Od. Und sie hat ihm gegeben irgendeinen teuren Stein, wo hat man nie gefunden, so eine guten, duftigen Sache. Es war irgend so verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ich habe geguckt in verschiedene Kommentoren, was bedeutet Even Yekara, Asher Lo Baka Bosem Aze Od. Es steht im Pasuk 10. Und sie gab dem König 120 Kikar Gold und Gewürze in großer Menge, edles Gestein, nicht ist wieder Gewürze in solcher Menge hereingekommen. Also es war noch nie wieder Lo Baka Bosem Aze Od, es ist nicht mehr so ein Duft gekommen.
לרוב זו פיל, וזה הדגיגים מלכת שבא, צודם קויניג שלמה. ונאוך חירם עד גיברחת פון אופיר, עצי אלמוגים, ונפרשידן זכן, על זו סברדות אין ריזיקן ריזיקן גוטס גירוך, ושתית גשרים דס פילה הבן גיברחת גישנקה, על זו שביל בי קפיטל קויניגה צן, פסוק 25, והם מביאים איש מנחתו, ונזיברחתן יגלישר זין גישנק, ידר עד גיברחת זין גישנק, ונזיהם גיברחת בסמים, זיהם גיברחת פרשידנה גבירצה, זיהם גיברחת אוך פרשידנה זכן, פרדן ומאולטיר וכלי זהב וקליידר, אבל היר וס יכביל היר ברנגן, דס es war voll voll besamim, es gibt mehrere mal hier, dass in Bet HaMikdash hat sehr sehr gut geduftet, wie gesagt bis Jericho. Aber jetzt will ich zu dem Ness kommen. Steht geschrieben, dass es war in Bet HaMikdash 10 verschiedene Wunder. Es war eine Wunder, es war dort keine Fliege. Eine Frau ist nie Fellgeburt bekommen von einem Geruch, von Grill, von Essen. Es war Platz für alle. Aber eine von den schönsten Sachen, Lois Riach, es hat sich nicht gestunken. Warum hat dem Fleisch, normalerweise jeder Mensch weiß, dass in einem Market, in einem Schlachthaus, in einem Ort, wo Menschen sich viel sammeln, normalerweise diesen Ort ist ein bisschen nicht so 5-Sterne-Hotel. Es ist schon ein bisschen geschmuddeldick, ein bisschen verschlafendick, der ganze Geruch. In Bet HaMikdash war ein Ness, ein großes Wunder. Es war dort rein, sauber, guten Duft, Weihrauch überall, ästhetik, elegant, und es hat kein falsch, übel und gestunken geworden. Stell mal vor, so viele Menschen kommen und bringen Korbanot. Hashem soll helfen, dass wir so schnell wie möglich 3 Sachen bekommen. 1, Moschiach soll kommen, ve'okitzu ve'ranenu shoich ne'ofo, ve'moschiach wird kommen, wir hoffen und wir glauben, und wir vertrauen, dass die Verstorbenen werden aufstehen und in denen auch unsere lieben Benny Wolf, Moschiach soll kommen, schnell wie möglich, Ubila Moves Lanetzach, und das Tod soll aufhören, und der Ebischter soll abwischen die Tränen von allen Traurigen, insbesondere von seiner Familie Wolf. Also das ist Nummer 1. Nummer 2, nicht unterschätzen dem Kraft, dem Meglachen, auf sich zu arbeiten und zu wissen und zu erkennen in eurer Neshome über eure Aromatherapie, sollt ihr wissen, dass ihr kennt durch Geruch, retroaktiv zu überlegen, ihr kennt sehr, sehr viel lernen und wissen und erkennen, viel schneller als jeden Gespräch, der ist alles gut, man muss alles machen, wenn ein Mensch braucht. Aber ich kann euch sagen, von meiner Erfahrung, ich bin kein Psychologe, ich kann euch nur sagen, dass Sachen von Geruch, wo, wenn ein Mensch lebt es bewusst von Vergangenheit und von Gegenwart und von Zukunft, er lernt über die Welt enorm, enorm Sachen, und es lohnt sich, über diesen Thema wirklich zu verbreiten und zu entwickeln, weil, und zu wissen, dass wir stehen jetzt kurz vor der Zeit von Moschiach, und das ist die dritte Sache, dass sehr viele Entscheidungen, sehr viele Sachen, was wir entscheiden, es kommt nicht von unserem Wissen, es kommt nicht von unserem Lernen,
Es kommt nicht von unserer Empfehlung. Ein Mensch riecht, die Sache riecht mir gut oder die Sache riecht mir nicht. Also manchmal, einer sagt, ich will das nicht. Ich will nicht dem Geschäft, ich will nicht der Mensch. Warum? Lo meriach li tov. Es riecht mir bei der Sache nicht gut. Hashem soll helfen, dass wir unseren subjektiven Geruch auch ein bisschen ändern von unserem biorobotischen und sturen Kultur, sollen wir auch beginnen zu riechen und zu lieben und zu mögen andere Menschen, andere Sorten. Du siehst, es kann sein manchmal ein Mensch, der adoptiert ein Kind und der Kind kommt von einem Land, wo dort die Menschen riechen total anders. Man adoptiert ein Kind von Philippinen. Und der Kind kommt zu dir. Und nach einer gewissen Zeit hast du ihn lieb. Sehr. Und er ist dir nicht fremd. Du hast ihn lieb wie ein eigenes Kind. Oder du bringst ein Kind. Ich kenne eine Familie, eine deutsche Familie. Sie haben adoptiert ein Kind aus Türkei. Der Kind, was du ihm heute sehen, er sieht aus, benimmt sich wie ein normales europäisches Kind. Du wirst bei ihm nicht spüren, Türkei. Und auch Türkei, das ist andere Kultur, andere Geruch, andere, aber in jeder Kultur gibt es schöne und feine Sachen. Und ich glaube, die deutsche Bevölkerung ist in diesem Bereich ganz positiv nach vorne. Und es gibt guten, nach meiner Wahrnehmung, weiß ich nicht. Also nach meiner Wahrnehmung gibt es guten und feine Schritte, andere Leute besser zu riechen. Die Deutschen sind eine von den größten Urlaubsreisenden in die ganze Welt. Ich hab sie getroffen in Vietnam. Ich habe sie getroffen in Deutschen, in Houston, Texas. Wenn man fliegt nach Amerika, man fliegt, viele Deutschen fliegen. Also immer gibt es, du triffst sie überall. Und diese Reisen in der Welt ist enorm, enorm wichtig. Deshalb empfehle ich euch, alle Menschen in die deutschen Sprachenländer in der ganzen Welt, eine kleine Bitte. Mach bitte eine Reise zu einer jüdischen Umgebung, um die Juden besser riechen zu können. Wenn ihr seid in Belgien, fahrt nach Antwerpen, geht zum jüdischen Restaurant, ess, riech die Leute, sprich. Bist in England, geh zu einem jüdischen Restaurant, geh zu der jüdischen Gemeinde, geh zu der Synagoge, mach einen Besuch, lerne dem anderen gut und besser zu riechen. Flieg nach Israel, riech dort den Geruch von Menschen. Es gibt so viele Plätze in Israel, die man riechen kann. Und wenn etwas gefällt dir nicht, und wenn irgendein Geruch dir die Magen dreht, dort gibt es einen Bedarf, eine höhere Instanzie von Wahrnehmung zu bekommen. Ein guter Freund von mir, der lebt in Deutschland, Ayid, ein guter Junge, der lebt in einem Dorf ohne Juden, hat gemacht eine Reise nach Israel. In einer von seinen Besuchern war er in Miron, in einem Dorf von dem Grab von Rabbi Shimon Bar Yochai. Wo bald seine Hilula, sein Todestag am Lag Baomer. Und dort am Lag Baomer gibt es viele, viele Menschen. Und Leute grillen und Balagan und Sachen sind geworfen auf den Boden, nicht so sauber und rein wie in Bet HaMikdash in Jerusalem. Und er kam zurück ganz enttäuscht.
entsetzt und es hat ihm nicht gefallen und er hat sich gespürt von diesem ganzen Ort einen Abstand. Solche Menschen müssen machen Chavayat Tikkun. Chavayat Tikkun bedeutet noch einmal ein Erlebnis von, so wie Josef war mit seinen Brüdern noch einmal auf dem Grube, auf dem Tatort, und dort waren schon die Gefühle in Ordnung, muss man noch einmal zu Miron gehen, in einen bestimmten Ort mit bestimmten Mensch, und die Sache noch einmal zu bekommen. Ich habe einen Wunsch, einen Traum, einen Wille zu Hashem, dass wir, ein paar Leute von unserer Gruppe, ich würde sagen 30, 40, sollen wir einmal gemeinsam machen eine Reise, gemeinsam mit mir nach Israel, und zu sehen,